Spaß. Ihr könnt uns auch gerne Feedback geben für die Übersetzung, einerseits auf @c3lingo, aber auch unter dem Hashtag C3T. Also nachdem ihr jetzt den, gut, vorher war der Talk über Julian Assange, und jetzt die Frage, wenn ihr euch bei Julian Assange und dessen Überwachung gedacht habt, schlimmer geht's nicht, doch geht, weil unser nächster Sprecher wird uns erzählen, wie das so generell ist mit digitalen Identitäten und wie die potenziellen Menschen das Leben von Menschen schlechter machen können, und zwar nicht für einige Dutzend, sondern für hunderte Millionen oder sogar Milliarden von Menschen. Also hören wir uns das von Kiran, John Alagadra. Also quasi Aadhaar entpacken und andere digitale Identitäten, die davon, also weiß ich, also Kiran ist der Gründer vom Kirana Project, der sich genau diese ID-Programme anschaut und wird euch sehr deprimierende Dinge erzählen. Vielen Dank. Danke, Kiran. Danke an alle, ich bin sehr froh, da zu sein. Also fangen wir an. Der wird schnell. Also am Anfang gab es keine ID-Card, ne? Also alle haben sich einfach per Namen gekannt oder dein Gesicht gekannt. Und dann sind Dinge ein bisschen komplizierter geworden und plötzlich haben wir dann ID-Karten bekommen. So ging es dann weiter. Okay, gut. Technische Probleme, never happen. Also Technologie funktioniert gerne nicht jetzt. Ha, jetzt geht's. So, also weiter ging's dann mit Papiere, bitte. Ja, wir sind Hexen und Hacker. Wir denken, dass alle Probleme durch Hacken gelöst werden können. Ich lebe in Goa in Indien und wir haben uns einige dieser ID-Sachen angeschaut und uns überlegt, da muss doch eine bessere Möglichkeit geben, weil warum haben Dokumente ihr eigenes Leben? Was passiert, wenn man seine Papiere verliert? Ja, hat man dann keine Identität mehr? Was passiert, wenn Dokumente beschlagnahmt werden? Ändert das jetzt, wer du bist als Person? Wie kann man darüber besser, was gibt es für bessere Lösungen? Also zum Beispiel als Vergleich jetzt Spacecraft, ja, also quasi Outer Space. Das erste Mal, wie quasi, hier sieht man jetzt quasi, wie Menschen beschrieben wurden im ersten, wo erstmals was ins All geschossen wurde. Also so quasi, so schauen Menschen aus. Das ist, wenn das praktisch ist für den Weltall, wieso ist es nicht möglich, das auch quasi für Menschen zu machen? Also, wieso, da haben Menschen angefangen, warum können Leute nicht anfangen, mich zu sehen? Ja, mein Körper ist ja meine ID. Das ist zwar nett, aber Körper sind nur eine Sache. Also das heißt, man muss Körper sind zu groß, also soll man nur einen Teil des Körpers nehmen und den online stellen. Das ist jetzt keine lächerliche Unterscheidung, sondern das ist genau, was sie denken, dass es ist. Und das ist, was sie denken, ja, also ja, Atma, das ist ein Sanskrit-Begriff, der eben Seele heißt oder gern als Seele übersetzt wird, Atman. Und das ist halt wirklich das Wording davon, ja, wie das in Aadhaar eben gemacht worden ist. Ja. Also wie macht man das? Naja, man sammelt einfach alle biometrischen Daten, die man kann. Also das heißt Fotografie, alle 10 Fingerprints, 2 Iris-Scans und dann geben sie euch ein Aadhaar. Also das heißt Grundstein, also quasi das soll der Grundstein, die Basis für den Rest eures Lebens sein. Das ist heute sehr definitiv, wie man in Cyberspace kommt, und zwar wörtlich, ja. Was können sie sonst noch wollen von dir, nachdem sie das alles von dir wollten? Und das hat das höchste Gericht von Indien ziemlich verunsichert. Also was ist das? Was wollen sie mehr machen? Ja? Also gibt es noch DNA, Haare oder sogar Spermien. Ja? Fragt euch vielleicht, ist das Satire, ist das Science Fiction? Nein. Die aktuelle Datenbank hat 1,5 Milliarden Einträge. Und das ist, wie das quasi dargestellt wird. Also nein, Entschuldigung, 1,25 Milliarden. Und das ist quasi, die haben das einfach auf Twitter veröffentlicht, wie es jetzt. Aber was ist das eigentlich? Also wie erklärt man das einer nicht-technischen Gruppe? Und das ist passiert, was am höchsten Gericht von Indien gemacht worden ist, im Fall gegen Aadhaar letztes Jahr.
Da gab es eine Person, die war 87 Jahre, also General KKW Nugopal, hat quasi das dem erklärt, der ist 87 Jahre, dass all diese Daten gesichert werden von der Regierung in, hinter einem sicheren und hinter einem komplexen 13 Fuß hohen und 5 Fuß dicken, hinter 5 Fuß dicker Wand. Ja. Also dementsprechend ist diese Sache jetzt übrigens ein Meme in Indien, weil das ist so lächerlich. Also was meint ihr? Ja, es ist halt zwischen hinter 13 Fuß hoch und 5 dicken, Fuß dicken Mauern. Muss man sich von. Gehen wir mal zu Arthur T. Clarke zurück. Also jede ausreichend komplexe Technologie ist ununterscheidbar von Magie. Also Durchschnittspersonen verstehen absolut nicht mehr, wie diese Technologie funktioniert. Für die ist Technologie einfach Magie. Und das meint, das bedeutet prinzipiell, wir Hacker und Hexen, die quasi Technologie verstehen, wir sind Magier und Magierinnen, wir sind Hexen. Und das ist eben, wie Menschen denken, dass das funktioniert. Wir wissen es allerdings besser. Ja. Wir wissen, wie das de facto funktioniert und wir wissen, wie das ausschaut, wenn Technologie nicht funktioniert. Und es ist unsere Verpflichtung, das quasi zu sagen, dass, was das nicht funktioniert. Und deshalb bin ich heute da. Ich bin da, um euch zu erklären, warum das nicht funktioniert, wie es nicht funktioniert und was ihr dagegen tun könnt. Also fangen wir mit den Anfängen an. Also was ist Aadhaar? Was ist da eigentlich drin? Ja, das ist jetzt so ein kleiner Sketch von der Datenbank. Sie nehmen biometrische und demografische Daten in der Biometrie. Es sind quasi zwei Teile, also Core Biometrics, das sind die Fingerprints, die Fingerabdrücke und die Iris-Scans. Also sehr, 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 das sagen sie, das wird nie geteilt und das ist quasi extrem confidential. Aber auch dein Foto ist da drinnen und das kann schon geteilt werden. Der zweite Teil ist über Demografie. Name, Geburtsdatum, wenn man das weiß, das ist in Indien nicht immer der Fall. Gender. Man kann sich tatsächlich sogar als transsexuell deklarieren, das ist sogar im Adresssystem drin und natürlich eine Postadresse. Und diese Information ist, was ihr quasi angeben müsst, wenn ihr das wollt. Eure Biometrie ist dann quasi, also eure Daten werden dann getestet gegen Duplizierung, das heißt mit jedem einzelnen Eintrag in der Datenbank wird das quasi verglichen. Das dauert 45 Tage, also so lange braucht es, um für die zu wissen, dass ihr quasi ein neuer Eintrag seid und nicht schon da seid. Und alle man muss in Indien sein, ja, man muss für ein paar Tage in Indien sein, also man kann da einfach reingehen, das checkt aber niemand, kann das ausfüllen und bekommt dann eine ID. Es gibt die Nummer, die ihr bekommt, die geht ihr per Post und nicht online. Und so schaut der Brief aus, den ihr bekommt. Damit können Sie halt festlegen, dass die Adresse, die ihr angegeben habt, auch richtig, weil dadurch, dass das eine Postadresse ist, ist quasi, ja, das ist ein ziemliches Problem für Wanderarbeiter und Arbeiterinnen, die gar nicht wissen, wo sie sein werden zu einem bestimmten Zeitpunkt, aber dazu kommen wir später ohnehin nochmal. Also die API von Aadhaar. Da gibt es grundsätzlich drei. Eine demografische Identifikation. Ja. Die heißt aber anders, was ein bisschen ein Problem ist. Bei der API gibst du eine Aadhaar-Nummer hin und ein bisschen etwas von demografischer Information. So diese Aadhaar-Nummer und diese Nummer, wem matchen die? Und du gibst nur eine Ja oder Nein. Also du kriegst so eine Ja oder Nein-Answer. Stimmt das überein? Wenn man einen Fingerprint upload und eine Aadhaar-Nummer und sagt, match das, und du kriegst ein Ja oder Nein. Auch das ist der zweite. Und wenn das auch nicht geht mit dem Fingerprint, dann kann man auch ein One-Time-Password zur Telefonnummer, die an die Telefonnummer geschickt wird, dann kriegt man auch eine Six-Digit-Number, gibt die Nummer ein und Aadhaar und sagt, matchen die, und dann kriegst du, dann weiß man halt, dass du quasi dieses Recht für das One-Time-Password habt. Ja. Alle diese drei APIs geben euch irgendeine Information aus der Datenbank. Außer ja, die elektronische kenne deine Nutzerinnen für zum Beispiel Banken und die bekommen Informationen auch über die Inhalte raus. Dazu kommen wir aber später. Wenn ihr nur diese minimalistische API geht, was kann man da jetzt machen? Ja? Da ist quasi nie was zurückgeschrieben über diese APIs.
Also basierend auf diesem Minimalismus sagt die Regierung von Indien, dass es quasi nicht für Überwachung benutzt werden kann, weil sie wissen nichts. Das ist eine öffentliche Behauptung, die wiederholt gemacht wurde. Naja, mit einer kleinen Ausnahme, die Aadhaar-Nummer, die ist quasi universell, weil das nehmt ihr, um quasi auch zu anderen Datenbanken euch zu verbinden, mit eurer Aadhaar-Nummer. Ja. Also dementsprechend, ja, damit kann man das schon verbinden und mit eurer Personenverbindung bringen. Also wenn ihr jetzt eine Regierung habt, die Überwachung super findet und dann eine Nummer herausgibt, von der sie behaupten, das kann man nicht zur Überwachung verwenden, aber dann wollen sie doch das Überwachung verwenden wollen. Wie macht man das? Naja, man verpflichtet Menschen dazu. Jetzt heißt das quasi, Aadhaar ist offiziell freiwillig, aber... Also es ist quasi freiwillig verpflichtend, so heißt das so schön. Was heißt das? Ihr müsst das machen, wenn ihr Steuern zahlen wollt, nehmt ihr euer Steuergeld auch so, aber quasi, wenn ihr einen Tax Return wollt, dann müsst ihr das haben, wenn man nicht genug verdient, wenn man soziale Unterstützung braucht, braucht man Aadhaar. Wenn man quasi ein neugeborenes Kind anmelden will, dann braucht man leider ein Aadhaar-Zertifikat dafür. Wenn eine Person stirbt und man das registrieren will, braucht man leider ein Aadhaar-Zertifikat dafür. Wenn man heiratet, dann muss man das auch über Aadhaar machen. Nur ja, also wie kann man das jetzt machen mit dem? Das ist gar nicht. Das ist freiwillig. Dieser Zertifikatteil, der ist spannend. Wie verifizierst du die Aadhaar-Nummer einer toten Person? Man kann die Fingerprints nicht mehr nehmen. Weil die Toten können quasi keine Zustimmung geben. Abgesehen davon, dass viele von den Technologien nicht funktionieren, wenn der Körper kalt ist. Man kann schwer eine SMS schicken an die Person, an eine tote Person. Oder zum Beispiel, ja, ich kann ja quasi, mein Telefon wird gestohlen und dann erklärt mich die Person für tot und kann dann mich damit für tot erklären. Das ist auch nicht wirklich sinnvoll. Wie macht man das jetzt also? Also jetzt braucht man ein Zertifikat, das Zertifikat will man haben mit Aadhaar. So, wie macht man das? Du gibst irgendeine Nummer. Manchmal nimmt man eine eigene Nummer, manchmal nimmt man eine andere Nummer. Und was bekommt man hier? Man bekommt also ein erstes Beispiel für eine Datenbank, die zwar eine biometrisch secure irgendwas sein soll, aber die völlig nicht zusammenbringt, ihren Zweck zu erfüllen, weil eben man kann sie halt komplett ohne irgendwelche Infos übernehmen. Aber das ist jetzt nicht seltsam oder selten. Ja? Also diese APIs, die ich da beschreibe, dafür braucht man eine Lizenz. Diese Lizenz ist fast unmöglich zu bekommen. Also was machen die meisten Menschen? Sie nehmen einfach ihre Aadhaar-Nummer und geben sie in die Datenbank. Ja? Also, das Problem ist, dass in Aadhaar in der Implementierung schaut das so aus, dass Identifikation, Authentifikation und Autorisierung einfach gleichgesetzt werden. Und das ist ein ziemliches Problem, dass diese drei Konzepte komplett durcheinander gehauen werden. Die Sache, dass ihr quasi eine ID submitten könnt und dann zurückbekommt, ob sie valide ist oder nicht, ist was ganz anderes, als zu wissen, dass es meine ID ist, und es ist komplett was anderes, weil wenn ich sage, dass es okay ist, dass du was tust, dann in meinem Namen. Also zum Beispiel haben die Telekommunikationsregulatorien ein Gesetz herausgegeben oder halt eine Order herausgegeben, dass alle ihre Nutzerinnen dass alle Nutzerinnen müssen sich quasi identifizieren. Und wie haben sie das gemacht? Und alle Nutzerinnen müssen quasi dementsprechend Aadhaar verwenden. Ja? Und müssen sich registrieren über Aadhaar. Also was haben die Telekommunikationsgruppen gemacht? Dann ging es weiter zu den Banken. Nach dieser Übung haben sich die beschwert, dass sie immer noch Leute haben sich beschwert, dass sie eigentlich überhaupt keine soziale Unterstützung erhalten, obwohl sie das eigentlich gemacht haben und ihre Telefonverbindung hat aufgehört zu funktionieren. Und was ist da passiert? Wie? Alle auf denen haben neue Bankaccounts gemacht und von denen sie nicht wussten, dass die existiert haben, und alles Geld ist dorthin gegangen. Das heißt, jemand hat die fälschlich aufgemacht.
Ja? Also, das ist nur ein Telekommunikationsoper, eine Firma, und die haben schon 24 Millionen Euro gemacht. Verlust, also quasi einfach so, ja. Also quasi, wenn ihr eure Telefonverbindung, Authentifizierung nimmt, die nehmen sie auch als Autorisierung, um einen Bankaccount aufzumachen, und dann wird all euer Geld dorthin geleitet. Das heißt, sie haben einfach von 300.000 Leuten 24 Millionen Euro gestohlen, Leute so, also quasi so ähnlich wie eine Sim-Swapping-Attack. Das ist nur eine Firma, nur ein Telekommunikationsanbieter. Nicht schlecht. Also 3,1 Millionen Leute sind sogar für Indien viel. Also, wie kann man einen so fundamentalen Fehler im Design machen? Naja, da muss man natürlich zurückgehen. Von wem ist das gemacht worden? Ja? Damals haben die erklärt, was war der Punkt, was war der Grund für Aadhaar? Und wie ihr seht, die Annahme von Aadhaar ist, dass jedes Individuum Also es hat sehr vorsichtig eure Rechte als Bürgerin oder Bürger einfach weggenommen, ja, weil ihr das jetzt quasi dem Staat übergebt. Ja, und das sollte eigentlich eine Verletzung der Verfassung sein. Das ist relativ komplex, ja, und das ist relativ subtil, das ist nicht einfach zu verstehen. Ja, weil das ist halt quasi, also ihr müsst die Person sein, die belegt, dass ihr legitim seid, dass das auch ihr seid. Das ist quasi, also ihr müsst das jetzt beweisen, und es ist nicht Aufgabe der Regierung, das zu beweisen, dass das die korrekte, deshalb, und sie nennen auch eine selbstreinigende Datenbank oder eine selbst, oh Gott, furchtbares Zeug in der IT, alles, was sich selbst heilt. Prinzipiell sagen sie, wenn ihr eure Rechte haben wollt, wenn der Staat jetzt quasi einen Verlust macht, dann verwenden sie die Rechte nicht. Aber ihr habt vielleicht Rechte, aber der Staat weiß nicht, wie man das machen soll, weil sie können damit nicht umgehen. Also Aadhaar soll das Problem lösen, indem sie sagen, nun, wenn der Staat das nicht machen kann, dann ist das eure Aufgabe als Bürgerinnen und Bürger, dass ihr so euch so benehmen müsst, dass ihr dem Staat beweisen könnt, dass ihr eure Daten auch sauber haltet. Mhm. Das ist tatsächlich, wie der Staat das dem indischen Parlament beigebracht hat. Ja. Das Aadhaar-System hat einen Mechanismus von Selbstreinigung der Daten über die Zeit. Da steht so drin. Was passiert jetzt, wenn man Leute so verwendet? Also, wenn ihr quasi euer Geld braucht oder euer Essensmarken, ja, wenn man das haben will, dann muss man sich mit biometrisch authentifizieren und mit Aadhaar, und sagen wir mal, das funktioniert nicht. Es gibt keine Telefon-Connectivity ist nicht da, Fingerprint-Sensor funktioniert nicht. Was macht man dann? Das ist ziemlich bizarr, was dann passiert. Das ist eine neue, das war ein Dorf in Indien, wo quasi niemand, das ist schlechte Abdeckung, aber auf einem Baum funktioniert es. Also haben sie jetzt quasi dort auf diesem Baum einen Fingerprint-Sensor installiert, weil dann können die Leute quasi darauf gehen, auf den Baum klettern, dort den Fingerprint abgeben, und dann bekommen sie auch Essen. Also ist nur ein Beispiel, aber es gibt viele von diesen Beispielen. Ja. Was passiert, wenn man es nicht machen kann, wenn man nicht zufällig einen Baum hat, auf dem es dann doch Connectivity gibt? Stirbt man einfach, oder wie? Ende. Ja, aber das Traurige ist, so ist es, ja. Aadhaar sagt, dass quasi die Hälfte der gemeldeten Verhungerungsfälle seit 2015 sind mit Aadhaar verbunden. Diese Nummern, die steigen. Ja, Gott sei Dank, letztes Jahr hat das Höchstgericht darauf bestanden, dass, wenn das System nicht funktioniert, es ist nicht Schuld der Bürgerin oder des Bürgers, und sie müssen diese Rationen rausgeben. Ja. Ja, aber der Staat hat einfach kein Interesse in Bürgerinnenrechten. Gut, das ist ironisch genug, hat das Datenbanksystem keinen Feature, um einen Fehler zu melden.
Die sagen, wenn jemand stirbt, wie reportet man das? Das wissen wir nicht, also machen wir es nicht. Also kann man nicht machen. Wow. Also was passiert mit toten Leuten? Ja, also dein Atman wird in die Cloud geladen, ja, aber das heißt, du lebst noch. Du lebst im System weiter als fiktionales System, weil die wissen nicht, wie sie feststellen können, dass du tot bist, also wie sie es in die Datenbank eintragen können. Diese URL hat eine Liste von Möglichkeiten, die passieren, wenn eben Tote nicht aufgenommen werden. Ja. Warum machen die das alles? Und der logische Zweck von Aadhaar ist, dass es ein Korruptionsproblem löst, bei dem quasi eben dann staatliche Förderungen an Gruppen gehen, die es nicht verdient haben. Ja? So. Also die prinzipielle Idee ist, dass alle Leute müssen quasi Regierungsangestellte müssen, die solche Rationen ausgeben, die müssen alle Personen, die da drin, denen sie das geben, müssen, deren ADA-Nummern mussten sie quasi sammeln und eingeben. Das heißt, sie können zum Beispiel durchgehen und einfach alle Leute machen. Aber sie können auch was anderes machen. Das sind inorganic oder organic seeding. Ja. Da geht es dann darum, auch wieder ein organic seeding, also ein organisches seeding ist quasi, jemand kommt zu dir und sagt, das ist meine Aadhaar-Nummer, und das inorganic seeding ist quasi mit dem anderen Konzept. Das heißt quasi so. Okay. Also sie sagen, dass das quasi dass das fehlerfrei ist auf jeden Fall. Wenn Menschen quasi eine falsche ID geben, dann sind sie nicht möglich, dass. Sie sagen aber auch, dass es quasi für möglich ist für Regierungsmitarbeiterinnen ist, dass sie da quasi leider einen Fehler machen. Dann hat sich das Ganze davor irgendwie erledigt, dass das. Also, prinzipiell, super. Also, prinzipiell heißt das Thumbs up, also Daumen hoch für den Staat und Daumen runter für die Bürgerinnen. Also, quasi Sachen. Also es gibt immer noch Betrug. Ja. Also klar, die Idee, dass man damit Betrug bekämpfen kann, ist gut. Aber in dem Fall ist eine Aadhaar-Nummer an eine Person zugewiesen worden. Und die Person, die quasi die Post ausgetragen hat, wusste nicht, wo das hingehört und was ist dann passiert. Ja. Und die Personen, die das jetzt gemacht haben, die haben leider komplett darauf vergessen, Dokumente zu verifizieren. Also niemand checkt die Dokumente, das ist das Problem. Also quasi, man kann sein, wer man will, ja. Niemand interessiert sich für diese. Also quasi, ja, da ist eben jetzt der Punkt, da ist, dass quasi eine indische Gottheit, nämlich Hanuman, registriert wurde, weil es geht halt. Ne? Also, im technischen Design gibt es eine biometrische Ausnahme, wenn man quasi bestimmt, wenn man keine Fingerprints nehmen kann, wenn man keine Augen sagen kann. In dem Fall quasi muss eben die Möglichkeit vorliegen, dass es eben so eine Ausnahme gibt. Wie oft wurde das fälschlich verwendet und für Betrügereien, weiß niemand. Ja. Gibt's nicht. Also niemand weiß, wie oft das quasi für Betrug verwendet worden ist, weil niemand schaut sich diese Dokumente an. Und das jetzt wird es noch bizarrer. Das hier ist von einem Nachrichtenartikel. Und oben ist eine Aadhaar-Nummer, die oben dargestellt wird. Wenn man die Nummer hat, dann kann man annehmen, dass man dieselbe die Person ist. Das ist an die Presse gegangen und jemand hat darauf aufgebaut und jetzt hat ein Gott eine Aadhaar-Nummer und kauft Gas vom Staat. Ich könnte immer weiter mit den Geschichten gehen und jeder Betrug, der möglich ist, wurde ausgeführt. Der letzte Preis davon ist, wenn man Biometrie stehlen kann,
dann, das ist ein Fall in einem Staat Uttar Pradesh, wo die Polizei Biometrie gestohlen hat. Oben beziehen sie sich auf eine Gang, unten werden sie zu Hackern. Und dieses Shifting ist nicht unschuldig. Sie unterscheiden Gang und Hacker, um zwischen Low- und High-Level-Leuten zu unterscheiden. Und das ist eine sehr interessante Geschichte, um zu verstehen, wie schlecht die Software selbst war. Der Agent muss sich erst sich selbst authentifizieren und danach eine Authentifizierung auszugeben. Und die ID von dem Agenten wird benutzt, um einen Qualitätscheck zu machen. Und es kommt jetzt raus, dass der Client in Java gebaut ist, also irgendwelche JAR-Files. Wenn man sich nicht authentifizieren möchte, untersetzt man die JAR-Datei mit etwas, die halt sich nicht authentifiziert. Und dann ist man fertig. Das ist die Qualität dieser Software. Also, wenn man diese Probleme anspricht, dann wird das abgestritten. Jedes Mal sagen sie einfach, dass die Datenbank selbst sicher ist und dass deine Kopie gestohlen wurde. Und alles bleibt sicher und alles war sicher. Und niemand kann die ATA-Nummer verwenden, ohne sich zu authentifizieren. Das ist die offizielle Antwort jedes Mal, wenn man ein Problem anspricht oder reportet. Das ist so schlimm geworden, dass der frühere Boss von UIDA, er hat eine Challenge gemacht, hack me, also dass hier die Leute ihn hacken sollen. Er meinte, das kann man nicht machen. Das ist jetzt aber eine Aufforderung, um ein Verbrechen zu begehen. Aber hier, er ist der Boss. Aber niemand sagt etwas zu ihm. Das ist ein Ausdruck seiner Privilegien. Das heißt, er wird keine Aktion machen gegen jemanden, der ihn hackt. Aber was passiert, wenn eine Privatperson Immunität deklariert gegen einen Akt? Diese Weise war die einzige Möglichkeit, auf diese Provokation zu reagieren. Wie ist es möglich, so inkompetent zu sein? Demokratie sollte Checks and Balances haben, die solche Sachen verhindern. Wie ist das passiert? Und eine Möglichkeit ist, dass ATA nie über Welfare war und nie über Identifikation war, sondern immer für den Staat gedacht war, um Leute einfach zu identifizieren. Woher kam das? Und wie macht man ein Projekt, um 1 Million Leute zu identifizieren? Was hat sie gezwungen? Das ist komplett verschieden von dem, wo das herkommt. Das kommt zurück zu mir. Das war ein Konflikt in der Region Pakistan, Kaschmir. Was die indische Regierung dort sich überlegte, war, dass ein paar Leute aus Pakistan nach Indien kommen, um sich als Inder darzustellen, um das zu machen. Und das kann man nicht passieren lassen. Man kann nicht Inder auf den Straßen von Indien herumlaufen lassen. Wie stoppt man das? Also unser Ansatz ist, wir gucken uns einfach jede einzelne Person an auf dem Land und gucken, ob sie wirklich Inder sind oder nicht. Und dann haben sie sich überlegt, sie machen ein nationales Bevölkerungsregister. Das basierte auf den Regularien, die nach 1999 rausgekommen sind. Und gab es ein zweites Projekt, das war eine Registrierung der Indien. Das heißt, sie haben die Daten genommen und haben dann geguckt, sind die Inder oder nicht. Also 1,3 Milliarden Menschen. Und dann haben sie die Regierung, die Wahlen verloren. Also sie haben 2006 die Daten verloren, das Projekt geht nicht weiter. Und die neue Regierung
Also packt einen Technokraten auf diese Position, der sagt, das geht hier gar nicht mehr um Zählen und um Begrenzen, sondern um Wohlfahrt, also um, dass ich um Leute kümmern kann. Und das war der Moment, wo die Wirtschaft dann PR für sie macht. Also man kann schauen, das ist, was der Economist letzte Woche geschrieben hat. Letzte Woche sagten sie, Afrika sollte von Indien importieren. Das hat der Economist geschrieben. Letzte Woche. Also wir hatten hier eine so starke PR-Kampagne, wer hat die Regierung diese PR-Kampagne gespendet und die haben Sorge, dass sie ihre Waden vernähren. Deswegen haben sie eine Datenbank gemacht, 1999, seit 2014 und sind zurück auf die ursprüngliche Agenda. Also diesen Monat haben sie dann ein Citizen, also ein Bürgerschaftserweiterungs-Act gemacht. Dort haben sie bekommt man also die Staatsbürgerschaft, wenn man Bangladesch, Pakistan kommt, aber kein Moslem ist. Das ist die Bedingung. Also dieses Gesetz exkludiert Muslime davon, Bürger von Indien zu werden. Und das ist natürlich klar. Also dieser Artikel 14, das ist das, was ich Ihnen jetzt gerade rede, das ist mein proudest Shirt, das ist unser Gesetz, das sagt, der Staat soll nicht gegenüber irgendjemand im Staat diskriminieren. Und der Akt, der das tut, ist eine Verletzung unserer Verfassung. Wir haben eine Mehrheit in der Regierung, die kann machen, was sie möchte. Es gibt im Grunde keine Opposition, die sie aufhalten kann, was im Grunde das nur den Leuten hinterlässt. Und deswegen gab es Proteste für den letzten Monat. Hier ein Beispiel von aus den Nachrichten. Also es gab 1 Million Menschen in Indien, die protestieren. Und die meisten Menschen wissen nicht, dass das auf ADA basiert. MADA ist der Marketing-Term für den Begriff für das Produkt, das dazu da ist, um die Menschen auf in Staatsbürger und Nichtstaatsbürger aufgrund ihrer Religion aufzuteilen. Also das ist ziemlich gruselig. Das ist also der Protest von gestern Morgen. Danke, Kieran. Wir haben jetzt einige Fragen. Bitte stellt euch ein Mikrofon auf. Und wir haben auch ein paar Signalengel, die also die Fragen aus dem Internet vorlesen werden. Und wir holen uns jetzt einmal. Gab es Datenleaks, als der Mensch die Daten auf Twitter gepostet hat? Das ist eine ziemlich interessante. Also wir haben die Informationen reden wenig über Datenleaks. Das heißt, die Publikationen sind vor einigen Jahren. Aber als dann später, das ist keine gute Idee, als der Chairman in der Entity die eigene Nummer zu legen. Aber das Internet vergisst nicht und man kann es auf Stack Overflow finden. Man geht also auf Stack Overflow nach dieser Person suchen, dann findet man seine Nummer. Die Konsequenzen des Leaks, also die Vermutung, dass das, was geleakt worden ist, über 200 Millionen Records. Danke. Mikrofon Nummer 2, bitte. Vielen Dank für den Talk. Ich denke, dass eine zivile Registrierung und öffentliche Datenbanken und öffentliche Service-Datenbanken von Bürgern sind definitiv ein Thema, was wir hier im Moment diskutieren sollten. Das Problem mit diesem ist sehr offensichtlich. Ich möchte aber kurz erwähnen, dass viele der Privilegien, die wir als Community, mit denen wir aufgewachsen sind, in westlichen, sagen wir es, stabilen Demokratien, dass wir die ableiten von einem Geburtszertifikat und dass wir eine Identität haben können. Und wenn das nur eine von Papier ist. Ich möchte nur fragen, und das ist eine Frage, warum verwenden Sie nicht das Papier, das rausgesendet wird als Identifikation? Wie wir das mit unserem Ausweis haben. Ja, da gibt es einen einfachen Grund für. Also sie belieben an das Digitale und sie glauben nicht an Papier.
Ah, war das die erste Idee? Denn Indien hat keine Geburtsregister. Also wenn diese Frage richtig beantworten, nach der haben dann einen Akt, mit dem man diese Anfrage an die Regierung stellen kann. Und dort wurde erklärt, wie viele Dokumente im Vergleich zu dieser Person hat keine Dokumente hat. Und es waren 99,5%, die mindestens zwei Dokumente hatten, dass die ihren Intent klar. Also diese Idee, dass dieses System Identitätsmerkmale gab an Personen, die es keine hatten vorher, gab es nicht. Bist du generell gegen die Idee von einer zentralen Identifizierungsnummer oder nur die Implementierung von diesem Staat? Ja, also das ist eine gute Frage. Also es gibt die Institutionen eines Staates machen da einen großen Unterschied. Also ich hatte gestern eine Diskussion mit jemandem, der gesagt hat, dass also ein Missglauben an zentrale Idee ist ein generelles Narrativ und US und UK und UK haben keinen, Deutschland hat einen Deutschlandschein, die mit okay sind, solange es gut reguliert ist. Also ja, es macht einen großen Unterschied, wen man eine Regierung hat. Und ich kann nicht über die Technologie sprechen, ob sie gut oder schlecht ist. Vielen Dank. Mikrofon Nummer 2, bitte. Hallo, vielen Dank für den Talk. Wenn ich nicht falsch bin, vor etwa einem Jahr habe ich gelesen, über dieses große Demokratie-Ding in Indien gelesen. Es gibt ein paar Länder, die ID verwenden, um Wahlbetrug zu verhindern. Und sie haben sehr stark versucht, Wahlbetrug zu verhindern damit. Glaubst du, dieses ID-System, dass dieses System reformiert werden kann, um die Demokratie in Indien einfacher zu machen? Es gibt da eine Falluntersuchung dazu. Also dementsprechend brauche ich nicht über Theorie reden. So, in Andhra Pradesh, quasi. Da gibt es für jeden Staat eigene Wahlen, ne? Und da muss man quasi wissen, wo die Grenzen von den Staaten sind. Früher gab es eine Datenbank, jetzt muss man genau wissen, welche Person in welchem Staat ist, weil jeder Staat quasi eine eigene Datenbank hat. Und um quasi diese Datenbank zu machen, haben sie Aadhaar-Nummern gefunden und haben quasi tatsächlich relativ viele Einträge der Datenbank gelöscht. Weil es die nicht gab. In Assam ist das Ganze ein bisschen anders. Und das zeigt sehr gut, wie es ausschaut, wenn man denkt, man kann eine technologische Lösung finden, um es besser zu machen, zeigt es nur, dass es immer schlechter wird eigentlich. Danke an Kenan nochmal.